Nachdem wir die Estrich-Elemente verlegt haben, müssen wir die Übergänge zwischen den Räumen schaffen, also die Türschwellen. Dazu sägen wir uns eine Platte zurecht, die genauso breit ist wie die Tür, wie der Durchgang, und die 10 cm auf jeder Seite 5 cm Überstand hat, tiefer ist als die eigentliche Lücke dazwischen. Eine Estrichplatte besteht in Wirklichkeit aus zwei zusammengeklebten Platten. Wir schneiden nun die Platte bis zur Hälfte ein und trennen einen 5 cm breiten Streifen heraus. Dazu habe ich einen billigen Stechbeitel benutzt und damit vorsichtig die Platten getrennt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich kein gelernter Handwerker bin. Das ist unser Haus, ich mache das hier alles in Eigenleistung und in dem Video zeige ich nur, wie ich das gemacht habe. Das heißt nicht, dass das so fachgerecht ist. Die Klebereste werden mit dem Beitel abgeschabt. Und wenn wir uns nicht vermessen haben, dann passt das Element jetzt genau rein. Ich habe mich natürlich vermessen oder versägt oder wie auch immer. Wir legen die Türschwelle nun auf und zeichnen sie an. Auch hier entfernen wir einen Streifen, damit nachher die beiden Estrich-Elemente plan aufeinander liegen können. Das Einhell-Multitool ist eine ergonomische Katastrophe. Es wird wirklich sehr, sehr heiß und das liegt auch daran, dass man immer wieder Lüftungslöcher zuhält. Da, man sieht's, man muss es wirklich hinten quasi an der Schnur halten. Es ist echt eine Katastrophe, das Ding. Auch hier habe ich die beiden Platten wieder mit dem Beitel getrennt. Die Klebeflächen müssen wieder mit dem Beitel gereinigt werden. Das Video ist einfach so lang, weil ich mal zeigen wollte, wie das in Wirklichkeit ist. Wenn man sich nämlich auf dieser Hornbach Meisterschmiede mal die Verlegung von so Estrich-Elementen ansieht, da sieht das Ganze so super sauber, einfach und hochglänzend aus und die machen noch Späßchen dabei. Ich sage euch, richtig Spaß macht's nicht. Ich habe die Estrich-Elemente nicht so tief eingeschnitten, da bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen. Ich wollte nicht, dass das untere Element geschwächt wird. Ich wiederhole es gerne nochmal. Klebeflächen sollten nachher so sauber wie es nur irgend geht sein. Und natürlich muss auch alles andere ordentlich sauber sein. Wir wollen ja keinen Dreck unter den Estrich-Elementen haben. Den Greenline-Kleber finde ich nicht so toll. Er kostet das gleiche wie der normale Kleber, allerdings ist die Reichweite nur halb so groß. So
So, nun werden die Estrich-Elemente wieder miteinander verschraubt, wobei mir hier direkt gleich mehrere Schrauben rausgerissen sind aus der unteren Platte. Deswegen habe ich da ein paar mehr reingeschraubt. Man sollte es nicht übertreiben, sonst brechen einen die Platten tatsächlich aus. Ja, vermutlich sollte man die Platten erst am nächsten Tag verschwachteln. Ich habe es jetzt gleich gemacht, ich hatte es da ein bisschen eiliger. Das sieht nun aus, als ob hier enorm viel Spachtelmasse aufgetragen worden wäre. Dass ich das irgendwie nicht richtig ordentlich reingesetzt hätte, die Schwelle oder wie auch immer. Aber wenn man mal einen Blick auf die ganz normalen Estrichplatten wirft, die haben auch schon alle Toleranzen, beziehungsweise in der Realität lassen die sich eben nicht ganz exakt plan aufeinander verschrauben, wie man jetzt hier sieht. Zwischen diesen beiden Räumen gab es ein Gefälle von so 2 cm ungefähr. Warum, wieso, weshalb, habe ich in einem anderen Video erklärt, das ist jetzt auch egal. Und hier habe ich mich einfach dazu entschieden, die Platte stumpf einzusetzen, zu verkleben und dann zu verspachteln. Und das ist sicherlich nicht fachgerecht, aber ich lasse mich auch hier einfach mal überraschen. Zwei Kanister mit tiefem Grund dient mir als Beschwerung. Dem tiefen Grund muss man auch die Oberfläche der Estrichplatten verfestigen. Im Prinzip hält die Türschwelle nur durch Luft und Liebe. Es kann sein, dass die eines Tages anfängt zu knarren. Vielleicht schon morgen, übermorgen, weiß der Geier. Aber das ist ein altes Haus und zu einem alten Haus gehört auch eine knarrende Türschwelle, oder? Danke, dass ihr euch den Scheiß bis hierhin angeguckt habt. Wenn euch das Video wider Erwarten gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen.